Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ultra Instinct Ui Saiyan Goku Samus. Ich bin dead. Wir gucken mal. Was geht hier? Nur normale Raids, alles normal, richtig, richtig. Ich habe den tatsächlich kein einziges Mal. Den Revive. Von Jiren würde ich Dupes annehmen. Okay. Let's go. Stimme auf Nanami angelehnt. Nee, ich hab's ja gerade gesagt, ich bin gerade aufgewacht. Ich bin nachts aber aufgestanden und dann saß ich bis 8 Uhr morgens an dem 55 Fragen Video. Bin aber echt gut vorangekommen. Bin nur dementsprechend kaputt gerade, deswegen. Ja. Und noch ein bisschen zum Wachwerden. Aber ihr könnt mich wissen lassen, was ihr gepult habt, wie ihr Ui findet. Der ist broken, er hat mein ganzes Team zerstört. Oh oh. Das hört man auch gerne, oder? Oder auch nicht? Schauen wir mal. 18k CC nichts gezogen. Was? Guck mal, das Ding ist. Das wollt ihr jetzt nicht hören, aber. Ist einfach so. 18k ist auf jeden Fall ein sehr guter Versuch, ne? Ich finde in einem Ultra-Banner mit 20k, wenn man da mit 20k reingeht, wäre es echt geil, wenn man ihn zieht, weil es einen richtig. Das sind viele CC, 20k, das ist sehr, sehr viel. Weil die Ultra-Banner haben ja auch keine Pity. Warte mal kurz, da kam noch vorhin Sub rein. Hacke Peter Limak für den 32. Monat. Viel Glück und einen erholsamen Weihnachtsfest. Dankeschön ebenso. Gerne Genesis Limak für den 13. Good luck zum Ende des Jahres. Dankeschön ebenso. Und das heißt, und ja, die haben ja auch kein Pity. Das heißt, meiner Meinung nach, wenn man 20k reingeht, wäre es echt geil, wenn man ihn zieht. Aber. Wir ziehen den nur für 0,35. Außer jetzt der Step, das 0,7. Wisst ihr, wie wenig das ist? Ich habe heute Morgen, als ich da noch wach war, hat Goresh live gestreamt, also live Summons gemacht, habe ich nebenbei reingeschaut. Der hat seinen ersten Eimer nach 50.000 CC gezogen. 50.000? 50.000? What the heck, Alter? Aber ja, es ist halt trotzdem wirklich schade, dass Ultrabanner kein PD haben. Ja. Hab ihn das erste Mal beim ersten Step bekommen, sehr geil. Der reicht mir absolut mit 5-Star. Nice, gönn dir. Ja, das Banner ist ja bis zum 17. oder so online. Das heißt, wir haben gut Zeit. Wir bekommen auch noch gut Free CC. Also weiterhin viel Glück all diejenigen, die weiterhin ziehen werden. Ja, 1000 CC sind 50 Zones. Ich habe meine Ui mit 15k gezogen, sehr gut. Hatte das Glück, den in der ersten Rotation zu pullen, der ist einfach nur unfair im PvP. Sehr geil. Wünsch mir Glück, ich habe jetzt 3 Rotationen ohne Luck gehabt. Viel Glück. Misawarida. Ziehst du jetzt auch, oder was? Bin ich beim Free-Multi? Wenn ich beim Free bin, können wir den gern zusammen raushauen. Ja, okay, also Group Sum, Leute. Let's go. Ich wünsche euch sehr viel Glück, wenn ihr mit zusammen wollt. Ich zähle gleich runter. Soweit ich kann. Falls ich kann. Denk schon. Ja, safe. Holy mache ich mir gleich, aber nicht direkt nach dem Aufstehen. 3, 2, 1, gra! Viel Glück. Ich brauche den so drin, weil ich Triple Main bin, aber jetzt bis jetzt nichts. Ja, kommt hoffentlich noch. Hab ihn im dritten Multi zweimal. Dritter Multi zweimal, das riecht gut, gönn dir. 6k Shishi-Chef. Früh am Morgen, let's go, good luck für den Shamsch. Danke. Aua.
Nimm 15k rein und nichts gezogen, hab 100k noch übrig. Soll ich weiterziehen? Wenn ja, wie soll ich noch. Wie viel soll ich noch gehen? Also 100k sind ja übertrieben viel. Das kommt auf dich an, Shiren. Also, wenn du ein TOP-Setup hast oder halt TOP-Main im PvP spielst, dann ist der Ubigoku sicherlich gut. Ansonsten schau dir halt erstmal Showcase und so an. Und entscheide dann. Weil jetzt wird lange Zeit nichts kommen. Neujahres-Step-Up-Banner wird eventuell kommen. Aber ansonsten, nächste Big Char sollte erst so Ende Januar, Februar kommen. Oh! LF oder höher. Wenn Dimensionscrack kommt, dann ist es eher, wenn nicht. Oh mein Gott, mal gucken. Revive Wii oder Jiren wäre nice, wie gesagt. Okay, kein Dimensionscrack. Könnte auch Evo sein, ihr wisst, Evo und Legends nimmt mich immer an. Kisama no Energie. Kakaroto! Jawohl, Alter. Das ist so clean. Oh mein Gott, sein Artwork. Sein Artwork, oh mein Gott. Guck mal, wie clean sein Artwork ist. Oh mein Gott, haben die mit seinem Artwork übertrieben. Krass, einfach aus der Broly-Animation bekommen. Deswegen habe ich LF oder höher gesagt, weil er auch Ultra einem Ultra-Banner droppen kann. Die Stimme von Vegeta, richtig geil. Krass, kam voll unerwartet. Jetzt bin ich wach. Gra! Jetzt bin ich wach, Alter. Oh mein Gott. Den Durchlauf beenden wir auf jeden Fall noch. What? Danke, Boys. Shit. Ja, es muss kein Dimensionscrack sein. Nice, nice, nice. Hast du mit der gleichen Animation bekommen? Sehr geil. Die auch GG. Ey, der ist in Blue gegangen. Imagine noch einer. Moin, also was geht ab? Lohnt es sich, Lens anzufangen und auf den UI zu gehen? Also, jetzt Lens anfangen ist auf jeden Fall gut, ja? Kannst du auf den UI gehen und auf Evo dann? Weil dann hast du ein gutes Universum, Repräsentanten oder TOP-Setup. Wenn du Bock hast, kannst du dann auch noch auf Beast One gehen und Piccolo und so. Und plus, als Anfänger bekommt man übertrieben viel. Auch zum Summon. Auch diese Hund-Ticket-Banner so. Und Neujahr kommt auch noch. Das wird auch noch gut für Anfänger sicherlich. Deswegen, ja. Also klar, Uyoku auf 5-Star einmal gezogen, ist definitiv richtig gut. Falls ihr euch fragt, ob ihr aber da ob er mehr braucht oder nicht. Ihr könnt ihn erstmal probieren, wie er sich so macht im PvP für euch. Grundlegend ist bei einem Ultra-Char natürlich so eine Sache. Je mehr Sterne der hat, desto besser auf jeden Fall. Vor allem, also, so ein Ultra-Charakter wie Uyoku, der wird jetzt schon lange Zeit am Start sein, also kann man schon machen.
Zweimal ist auf jeden Fall nice, wegen noch 6 Sterne plus die Fähigkeit. Danach noch einen wegen 2 Sterne Rot Stats Boost könnte man auch machen. Aber. Oh, Herzinfarkt. Alter, crazy, dass sie einfach gezogen haben. Sehr stark, sehr stark. Okay, das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Schlage ich 1-7. Kurz schauen. Also für Baruch gehe ich auf jeden Fall nicht mehr jetzt ab dem Zeitpunkt. Evo habe ich auf 7 Sterne tatsächlich. Ich habe ihn zweimal noch gezogen. Der hat aber noch keine Eile, 7 Sterne passt. Ich werde jetzt lange Zeit sicherlich so ein Evo UI Setup spielen. Darum geht's. Deswegen werde ich. Also wir hauen den noch raus. Und im Laufe des Streams sollten wir vielleicht den Durchlauf noch beenden, wenn nicht die Tage mit FreeCC. Danik, lieben Dank für deinen Sub an Silboy. Ja, deswegen gehen wir da noch rein, auf jeden Fall. Thank you, Vegeta. Weg mit dir, Junge. Okay, nice. Der Holiday Raid ist ja online, macht den schnell am besten, weil wenn er mal fertig ist, dann geht er auf und dann gibt es auch, glaube ich, 1000 CC, haben sie gestern gesagt. Den machen wir auch noch gleich, dass wir dann noch gleich weiter summen können. Also gut, Boys und Girls, dann beenden wir an der Stelle mal diesen Durchlauf und die heutigen Summons. Waren auf jeden Fall erfolgreich, richtig gut. Falls ihr weiter summen, wünsche ich euch auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück. Und ihr könnt euch die Tage auf jeden Fall unter anderem auf PvP-Showcases von UI freuen. Bin natürlich drauf gespannt, wie er sich macht. Boom! Faust in die Magengrube, ein Spin. You spin, nein. Nur Colina für einen 13 Monat aus Lab. Okay, Boys. Ein Girls. Glaubt ihr, da droppt noch was? Der erste Ultra Evo, oh Dreams, das dauert bestimmt noch. Hö? Freeze! Gut, zwei Multis noch. Free Multi wird gern, meinst du? Wär geil. Okay. Ihr könnt was droppen. Boom. Jinjun ist featured. Okay. Was glaubt ihr, was kommt? Ich sag LF Shiren. Okay, es macht's spannend. Und es ist spannend, es bleibt spannend. Ah, der LFUI war's. Nein. Damn. Wär's bloß der Revive-UI gewesen oder Jiren? Schade. Schade, schade, schade. Gut, letzte Multi. Ich bleibe fürs Zusehen, Boys und Girls. Wir sehen uns dann definitiv Tage wieder. Lass mal gucken. Spin. Ob hier noch was geht, aber ich denke nicht. Oh, Dragon Fist.
Into Skip. Okay, also danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back.